Also ich würde fast vorschlagen, dass wir zum 95. Geburtstag ein Symposium veranstalten über molekulare Evolution, Systems Chemie, Systems Biology und Synthetic Biology. Ja. Weil eigentlich all diese Gebiete im Moment Ansätze machen, die komplementär sind zu diesen sehr, sehr frühen Gedanken, die sie so am Anfang so mühsam pushen mussten. Jetzt vorangehen, hoffe ich. Ja. Und teilweise glaube ich auch vorangehen, weil man einige von diesen Systemen jetzt auch tatsächlich rechnen kann. Man kann jetzt molekulare Systeme rechnen, die bis 1 Million Atome haben. Ja. Und dadurch wird sich, glaube ich, unser molekulares Verständnis fundamental. Und man kann einzelne Moleküle anschauen, auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Ein Grund, weshalb, wenn du warst immer deiner Zeit voraus. In verschiedenen Gebieten verschieden weit voraus. Ich habe mich einfach nicht gekümmert. Es ist Tatsache. Aber gewiss, zum Beispiel, was ihr jetzt erzählt habt über die Diplomarbeit, du machen hättest wollen, und du hast gesagt, das ist nicht gut, das ist kein Thema für eine Diplomarbeit, auch nicht für die DIS, das war damals. Aha. Wenn man jetzt das Rad zurückdrehen würde, nein, nicht wirklich zurückdrehen würde, aber wenn es jetzt wäre, mit den Rechenmöglichkeiten und mit den molekularen Manipuliermöglichkeiten, die man heute hat, würdest du Doktorarbeit anfangen oder... Sofort? Wenn ich jetzt kommen würde, sag, okay, ich möchte jetzt heute anfangen, was würden Sie mir raten? Ja, selbstverständlich. Und was wäre mein erstes Problem, was ich jetzt bei Ihnen lösen müsste? Ja, ich würde jetzt schon sagen, in die Richtung, wo es ja jetzt läuft. Also was ich eben, was mir so Eindruck gemacht hat, seit ich dass also diese experimentelle, diese Möglichkeit, dass man RNA-ähnliche Moleküle wahrscheinlich bald bauen kann, dass man dieses Problem, viel näher ist als damals. Und damals war das erstmal das wesentliche Problem, wie kann diese Replikation herstellen. Und das war für mich noch ziemlich langes, wesentliches Problem. Also das Schlusswort ist im Prinzip, das Schlusswort, im 95. Hans-Kuhn-Symposium. Systemchemiker, Systembiologen und Ingenieure zusammenzubringen, um einen Ideenaustausch unter deiner Guidance. Kann. Die Guidance machen, die ist dann, oder sagen wir die ist mal, dann deine weg. Obhut. Mental. Die Obhut ist wahrscheinlich auch weg. Aber so ein Symposium. Durchzuführen, das fände ich. Das fände ich gut.